Peppa, jetzt bin ich total durcheinander. Welcher dieser Buchstaben ist der erste im Alphabet? Ich hab keine Ahnung, Schorsch. Hallo Freunde. Hi Peppa. Hi Schorsch. Ihr habt Schwierigkeiten mit dem Buchstaben? Meine Wunderbox kann uns helfen. Wie denn, Nicole? Ich zeige euch, was ich meine. Was habe ich hier? Das ist ein Apfel. Das ist richtig, Schorsch. Und mit welchem Buchstaben fängt das Wort Apfel an? Ich weiß es, ich weiß es. Mit dem Buchstaben A. Das ist richtig, Peppa. Und das A ist der erste Buchstabe im Alphabet. Oh, das ist ja ein tolles Buchstabenspiel. Los, lass uns weitermachen. Ich habe hier einen Ball. Mit welchem Buchstaben fängt das Wort Ball an? B. Das ist richtig, mit dem Buchstaben B. Ich weiß, wie das B aussieht. Ich finde das B. Das ist das B. Das war richtig, Schorsch. Und weiter geht's. Was habe ich denn hier? Das ist eine Orange. Das Wort Orange fängt mit dem O an. Jetzt bin ich in die Wunderbox. Was gefunden, Schorsch? Ja, ein Telefon. Hopp! Und weißt du, Peppa, mit welchem Buchstaben das Wort Telefon anfängt? Natürlich mit dem Buchstaben T. Prima! Ihr macht das wirklich toll. Mal sehen, was noch in der Wunderbox ist. Was habe ich denn hier? Das mache ich auch immer mit meinen Luftballons. Und mit welchen Buchstaben fängt das Wort Luftballon an? L. Richtig! Das ist das L. Schorsch, wo ist denn Peppa? Hey, was ist denn mit der Wunderbox los? Ha, da bin ich. Schaut mal, ich habe eine Puppe gefunden. Prima, Peppa. Und mit welchen Buchstaben fängt das Wort Puppe an? Puppe fängt mit P an. Genau wie mein Name. Das ist auch richtig. Hat euch unser Buchstabenspiel gefallen? Und kennt ihr denn schon das Alphabet? Schreibt's mir in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.